Garn und Pflanzen. Dankeschön. Wir brauchen noch ein Bett. Es leckt halt nicht die ganze Zeit so schlimm. Ich weiß nicht, ob es hier mittlerweile halt einfach schlimmer leckt, weil... Ups. Einfach weil, hier mittlerweile mehr geladen werden muss durch die NPCs. Oder ich weiß es nicht genau. Mal gucken. Wird vielleicht auch nochmal besser. Vielleicht müssen die auch selber noch ein bisschen optimieren, ne? Das sind eben andere. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie viele andere Spieler noch so dieses Problem haben. Ob ich da bisher als einziger oder so. Ich habe keine Ahnung. So, dann kann er wieder dahin. Und nach hinten raus. Brauchen wir Licht. Okay. Hammer. Hammer. Hammer da. Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Ja, komm. Oh, hier mit Steinen, ne? Steinen Fundament auslegen. Gut. Reicht. Und dann kommen jetzt unsere Pflanzenkästen. Nicht kaputt machen. Pausiert und pausiert. Da müssen wir sowieso mal gucken, was wir dann hier überhaupt herstellen. Den könnte man, ne? Wir könnten uns Büsche machen. Wir können ja auch allgemein erstmal haufenweise Zeug hier reinschmeißen. Wasser und Böden. Und Knochenmehl und Äste. Erde haben wir nicht, aber wir haben jede Menge Wasser. Warte mal. Stapel teilen. So. Wir könnten ein paar Tomatensetzlinge machen, oder? So zwei, drei. Das ist deiner Kraka schuldig und umso mehr du baust, wird es auch schlimmer. Yay! Ja, dann wissen wir ja schon, was uns erwartet, wenn wir dann wirklich irgendwann soweit sind. Stapel teilen. Stapel teilen. Ich hätte gerne nur drei Tomaten, danke. Stapel teilen. Stapel teilen. Und drei Mais. Ich denke, das reicht auch erstmal. Stapel teilen. Dann machen wir uns ein paar Büsche. Stapel teilen. Und ein bisschen was davon. Dann holen wir uns noch ein bisschen Boden. Knochenmehl. Boden. Nehmen wir noch Erde. Erde braucht man, glaube ich, keine, ne? Irgendwas, was hier noch rein kann? Und Knochenmehl. Da haben wir. So. Ah ja, und Zweige. Wir müssen noch ein paar Zweige holen. Mehr brauchen wir nicht. Danke. Besten Dank auch. Blöd ist halt, wie gesagt, Grafikkarte ist gerade ein bisschen schwierig, sage ich mal. Auswählen. So. Ach, hier müssen wir ja auch noch. Auswählen. Okay, wir müssen noch mal los und Wasser holen. Zum Glück gibt es einen Brunnen in der Nähe. Drücke die Daumen, Gott sei Dank sind etwas höhere Grakas ja nicht so teuer. Das stimmt. Wobei, definiere teuer. Wobei, jetzt mittlerweile haben sich die Preise ja beruhigt, ne? Ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so krass wie vor zwei, drei Jahren noch oder vor fünf Jahren. Da war es ja übelst schlimm.
Ja, mal gucken, dann müssen wir mal irgendwie, keine Ahnung, wo sehen. Ist ein süßes kleines Dörfchen, aber da können wir echt noch ordentlich was anbauen. Und mir fehlt bei denen hinten irgendwie noch ein bisschen Beleuchtung. Ich habe für meine 3080er 340 Euro bezahlt, das geht echt klar. Das ist in der Tat ein guter Preis. So, das kann hier rein. Das muss aus. Wir gehen mal kurz ein bisschen Licht machen. Damit man sich hier hinten im Dunkeln nicht fürchten muss, wenn man auf die Felder geht. Ich sehe nichts. Wo ist die Mitte? Das ist die Mitte, circa. Das ist okay. Und ansonsten gucken wir dann mal nachher, wo wir dann irgendwie die Felder hinsetzen, sofern wir Felder kriegen. Dann haben wir hier Stapelteilen. Hier ein bisschen Knochenmehl rein, Stapelteilen und hier ein paar Äste rein. Nee. Stapelteilen. Hier ein bisschen Mutterboden. Und das da rein. Und das auch hier rein. Und den Rest machen wir hier drüben. So. 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 Stapelteilen. Stapelteilen. Und ein bisschen da. Nee. Und ein bisschen hier. Und der Rest, der bleibt. Okay. Das hätten wir. Ich gebe zu, ich habe es mir jetzt ein bisschen leicht gemacht und habe jetzt für die Bäuerin kein eigenes Haus gebaut. Das tut mir leid. Ich hoffe, sie nimmt mir das nicht übel. Wenn doch, hat sie Pech gehabt. Ah ja, wird schon. Wo kommen die Steine her? Die sind schon wieder eingesammelt. Hier sind denn. Dynamit? Und Holz. Und geteerte Holzblöcke, die, wie gesagt, die brauchen noch irgendwann eine eigene Truhe. Das wird noch lange hier vor sich hin dümpeln. Was haben wir hier? Knochenmehl. Wunderbar. Okay. Räumen wir erstmal das Knochenmehl weg. Lasst mich raten, die Kisten verbrauchen auch wahnsinnig viel. Vielleicht sollte man dann immer, ich meine, immerhin hat man hier so drei, so eine, ne, drei Leisten. Vielleicht machen wir das dann doch so, dass wir alles ein bisschen enger zusammenrücken. Weil vermutlich wird es dann auch so sein, wie in Minecraft, dass je mehr Kisten man hat, umso mehr lag das dann. Würde mich nicht wundern. Noch ein Elixier. Ey, wie viel Elixier wir mittlerweile haben. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Okay. Von dem Elixierbrunnen können wir zu dieser Karawane rüber. Waren wir bei dem schon bestimmt, oder? Was ist das hier? Versteckt der Grabeingang? Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier rüber. Warum auch immer man hier keine Flämmchen hat. Schade, dass nicht alle Dinger sowas haben. Aber ich glaube, dann können wir von hier aus direkt rüber segeln. Das ist gar kein Problem. Auf die Plätze. Fertig, da ist der Brunnen. Und wir wollen. Gehen wir da hin? Was hier? Wahrscheinlich das, worauf ich gerade gucke, ne?
Also da gab es Salz, das weiß ich. Da ist der Brunnen. Squirrel! Squirrel, und das Flughörnchen ist wieder unterwegs. Rein ins Miasma. Immer schön trinken, Leute. Nur die Frage, ob das eine gute Idee ist, weil hier hinten geht, glaube ich, schon das rote Miasma los, ne? Und das ist ein wesentlich tödlicher. Na, hoffentlich begehe ich hier nicht einen Fehler. Salzquellen. Oh! Wow! Fies, 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 fies von hinten. Den erwische ich irgendwie nicht. Mal. Blind. Bin einfach nur blind. Ich hätte diesen Miasma. Yeah! What did I do? Ui, Deibel, noch eins. Ui. Haben wir hier irgendwie eine Möglichkeit, nachher dann auch Luft zu schnappen? Oder ist das jetzt hier ein Problem? Hä? Von wo? Aus der Verborgenheit erstickt und verschlungen. Das Miasma verschlingt alles, sogar uns. Wir verlieren uns in der Dämmerung, verschwinden und verwandeln uns im Meer des kornblumenfarbenen Zwielichts. Noch nie habe ich eine Krankheit, einen Fluch von solcher Mächtigkeit erlebt. Der Nebel verbrennt die Augen und Lungen, doch er tötet nie vollständig. Er breitet sich aus, er manipuliert, er zerfrisst uns ganz langsam und lässt nur eine tote Hülle zurück. Es gibt kein Heilmittel dagegen, nur die Macht der Flamme kann das Miasma im Zaum halten. Weiter so. Joa. Von wo? Von wo, du Arsch, hä? Du Feigling! Wie komme ich da hoch? Wo kriege ich frische Luft? Frische Luft, frische Luft. Ich sehe hier nirgendwo, wo man mal kurz frische Luft schnappen kann. Das ist nicht gut. So ein Problem hatten wir schon mal. Oh, Hallöchen! Nehme ich erstmal mit. Gucken wir uns später an. Wir müssen hier raus. Entweder hier raus oder weiter. Wow. Was? Was? Da ist so ein Ding. Ja. Oh, oh, oh. Irgendwo von oben schießt einer. Das finde ich nicht okay. Nein, das lasse ich lieber bleiben. Von hier. Allen Ernstes, dass ich mich von euch beeindrucken lasse? Pff. Träumt weiter, ihr Süßen. Okay, warte. Die brauchen wir jetzt doch nicht, weil hier ist ja schon. Hier ist ja schon der Ausgang. Und dann können wir kurz hier raus. Hoffe ich. Ja. Einmal frische Luft schnappen. Oh, wunderbar. Ganz toll. Da noch mehr Loot zu looten gibt, bestimmt. Aber jetzt kommen wir auch wieder rein. Jetzt ist kein Problem. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Hallo. Vielleicht machen wir es doch wie die zivilisierten Menschen und suchen die Treppe. Hier sieht es aus, als hätte man irgendwie einen Gang. Oh. Dankeschön. Aber als hätte man hier so einen Gang zugemauert. Ach, es wird immer schön, wenn hier Tag ist und man was sieht. Ist hier noch irgendwo hin?
Nicht wirklich. Okay, ich glaube, dann haben wir alles, ne? Dann haben wir hier soweit erstmal alles erkundet. Okay, weiter geht's. Frische Luft! Frische Luft! Ein Hoch auf frische Luft! Und noch so ein Kügelchen. Und irgendwas leuchtet da ganz knallorange. Aber ich glaube, es ist einfach nur so ein Kupferding. Ein Kupferkrug oder sowas. Da oben ist ein Nell, irgendein Dings. Ach nee! Es ist Wachs! Da jemand wieder mal so in seinen Ohrenschmalz irgendwie zurückgelassen. Da oben sind Zelte. Ich noch nicht. Wo müssen wir hin? Da unten geht es wieder runter ins Miniasma. Da drüben ist ein Türmchen. Ich glaube, den gucken wir uns zuerst an. Ah, die Landschaft ist schon schön. Tatsächlich ist das mal ein Spiel, wo ich eigentlich viel weniger unbedingt bauen muss und eigentlich viel lieber erkunde. Hä? Und die Musik schon wieder her. Hat aber vielleicht auch mit dem Bau damit zu tun, dass ich... Ah. Hat aber vielleicht auch mit dem Lag zu tun, dass man deswegen, weil ich damit nicht besonders gut bauen kann, ich damit nicht gut treffe. Hä? Oh, hi! Der Trick ist auch, einfach blindlings drauf schießen. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch für den Magier entschieden, weil es ist einfach einfacher. Auf die Art und Weise einfach... Man haut einfach drauf. Man haut einfach drauf und gut ist. Früher oder später trifft man schon irgendwas. Hm? Ah. Ein paar Wikipedia-Seiten. Yay. Noch mehr Reise? Noch mehr Bilder. Oh. Noch ein Waldlangbogen. Den wir auseinandernehmen können, weil wir haben schon gute Bögen. Oh, ist das schön. Ein Dieterich. Ups, ich habe das Bild kaputt gemacht. Nein! Warum sind da so Einschusslöcher im Holz? Das sind die größten Holzwürmer, die ich je gesehen habe. Oh. Hi. Noch irgendwas hier draußen? Oh, ist das schön. Guckt euch mal die Schnitzerei an. Oh. Das ist hübsch. Und es geht eigentlich noch... Hallöchen! Diese Sache... Oh, ist das eine tolle Tür. Freuen wir schon, wenn wir die mal bauen können. Bücher! Ich will eine Bibliothek. Auch wenn die absolut unnütz sein wird, aber ich hätte gerne eine. Einfach nur so zum Schick aussehen. Höher geht's hier nicht, ne? Es geht nur runter. Hier ist nichts. Na na na. Na 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 na. Hallo. Nein. Eine Henkersaxt. Schick. Aber den hier. Den können wir zerlegen. Das ist okay. Bei der Axt weiß ich es noch nicht. Mal gucken. Das ganze Haus auseinandernehmen. Ey, man weiß, wann hier an Materialien bekommen würde. Wie schön sind das schöne Regale. Oh. Ernsthaft? Gib mir das Haus in real life.
Okay, ich glaube, das haben wir. Und wir müssen irgendwo runter. Wo genau? Was noch mit Miasma? Was da hinten das helle sieht mir echt interessant aus. Was auch noch mal so ein Miasma Brunnen oder sowas? Spannend, spannend. Also es macht wirklich Laune, von oben irgendwo runter zu gucken. Ja. Immer schön trinken, Leute. Immer schön trinken. Was bist du? Einmal abgerollt und... Was haben wir denn hier Schönes? Aha. Da geht's runter. Da geht's tief runter. Nicht so doll runter. Nicht so voreilig hier, ne? Nicht, dass wir uns hier noch wehtun. Okay, das ist wieder so eine Feuersteinmine. Aber das liebe ich ja total an diesem Spiel. Ne? Du hast überall diese kleinen Ecken, wo man immer wieder irgendwas findet. Oder auch nicht. Hey, ich fühle mich ein bisschen verarscht hier. Also es ist eine Feuersteinmine. Die haben hier ordentlich abgebaut, wie es aussieht. Ja. Mehr als Feuerstein gibt es hier nicht. Okay, never mind. Aber es ist trotzdem sehr spannend. Wir müssen darüber, ne? Feuerchen leuchtet uns schon den Weg. Wir sollen hier rüber. Okay. Hallo, ihr Schnuckis. Alle Ziegen sind bei mir grundsätzlich Schnuckis. Oho. Hier hat sie es also auch schon ausgebreitet. Ach, es sieht eigentlich so wunderschön aus hier, die Gegend. Und dann hast du hier diese Schimmelpilze. Finde den Schreiner. Ja, der wird hier irgendwo schon sein, ne? Da drüben zum Beispiel. Inmitten des tiefen Miasmas. Na, pfui. Ja. Und wieder stellt sich die Frage, holt man zuerst den Schmied, also holt man erst den... Achso, das sind die. Holt man sich den zuerst? Oder geht man erst looten? Ich würde sagen, wir gehen erst looten. Die immer mit ihren Höhlen hier, ne? Oh. Eine Leiche, ganz toll. Aber jetzt kein Wunder, dass die Wölfe hier sind bei den ganzen Kaninchen. Morwenna. Aha. Bestimmt auch mal ein schöner Ort. Aha, da geht's noch runter. Aber so wie das schon klingt, da wird es unten wieder vor Insekten nur so wimmeln, wa?
bei sie. Okay, man hätte eine Abkürzung nehmen können. Das ist okay. Hier noch irgendwas? Nö. Okay. Wir machen mal kurz hier ein bisschen den Keller sauber. Oi, oi, oi. Hallo Wolle. Hallöle. Na, wie geht's denn so? Wie war deine Woche? Ich hoffe nicht allzu anstrengend. Ist heute leider sehr kurz angebunden heute. Das ist okay. Wenn viel los ist, ist viel los, ne? Egal ob privat oder halt auf Arbeit. Ja. Hat alles Vorrang. Aber schön, dass du trotzdem mal vorbei ranguckst. Oh, sehr anstrengend. Dann hoffe ich, dass du dich am Wochenende wenigstens gut erholen kannst. Oder sobald du halt frei hast. Ich weiß das ja nicht, wie das bei dir ist. Die Woche war wild. Oh. So schlimm. Oh, ein Dietrich. Schon wieder. Hä? Ist hier wer? Ist doch niemand. Warum hat die Musik gerade so komisch angesetzt? Hä? Das versteht mal einer, wer will. Ein Buch. Das sieht aus wie so eine Rezeption mit den Büchern so von wegen. Ist das hier ein altes Hotel? Subgifts. Bist du denn des Wahnsinns? Dankeschön! Oh mein Gott! Vielen lieben Dank für 25 Subgifts! Why? Dankeschön! What the fuck? Dankeschön! Oh mein Gott! Vielen lieben Dank für 25 verschenkte Subs! Wie komme ich denn zu der Ehre? Oh Gott. Hey, jetzt bin ich ja baff. Oh, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Oh mein Gott. That's a first. Oh mein Gott, danke schön. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was mit der Hand. Ja. Mein Tag ist gelaufen. Gehirn durchgebrannt. Es tut mir so leid. Oh, vielen lieben, lieben Dank. Ich danke, danke, danke dir. Let's help that one other person will help. Why? Was? Mr. Bale, hello, how are you today? Einfach weitermachen. Ich gebe mir Mühe. Ich glaube, dafür überziehen wir dann heute auch. Weil wir hier auch gerade schon wieder so weit sind. Thank you! Da-da-da! Drip-d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 rip! Da-da-da! Leute, ihr habt sie doch nicht alle! Dankeschön! Hallo Mama Daniel, dankeschön für den Follow! Oh Gott! Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Und was zu essen. Oh mein Gott! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir brauchen Licht.